Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ja, heute am 2.10. am offiziellen Release-Termin um 7.45 Uhr ungefähr am Morgen. Ja, ich möchte nochmal einen Versuch wagen, weil ich habe gerendert. Oder ich habe noch nicht fertig gerendert, weil die Zeit hat heute Nacht nicht ausgereicht. Dass alle Parts gerendert werden können, das heißt, ich werde jetzt doch nochmal einen Versuch wagen, vielleicht doch Part für Part aufzunehmen. Das Problem ist einfach, ich bin immer zu sehr im Spiel drin, ne, während der Aufnahme. Und ich achte überhaupt nicht auf die Zeit. Nee, will ich ja auch nicht, ne? Ich werde jetzt aber ab und zu einfach mal, einfach mal rüberschauen, gucken, was die Zeit sagt. Und jetzt, wenn ich da mitten im Level bin, man kann ja kurz auf Pause machen und sagen, hör mal, jetzt kommt der neue Part. Gut, okay, bevor wir uns jetzt aber dem Boss widmen, würde ich mich eigentlich gerne erstmal wieder hier, einmal kurz den Rückblendenbändern zu neigen. Und zwar wollte ich einmal gerne das zweite Level machen. Navigatorisches Bewusstsein. Sollte also im Endeffekt eigentlich... Oh, jetzt sieht aber schon ein bisschen komplizierter aus. Warum sind da Nitro-Kisten? Wobei, das kann funktionieren. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Die Beuteldachs-Zweibeinisierung war erfolgreich. Wenn er die Intelligenz- und Krafttests besteht, mache ich ihn zum General meiner Armee. Scheiße, was ist da oben? Eine Gehirnwäsche, Meister? Ja! Okay. Schöne Dialoge auch immer am Anfang. So, müssen wir mal kurz aufpassen. So. Oh Gott. Okay, das funktioniert so nicht. Habe ich verstanden, alles klar. Das wird auf jeden Fall schon ein bisschen trickiger, ne, als der Bereich davor. Okay, das erste war wahrscheinlich auch wirklich nur einmal zum Üben, zum Training. Ich muss die aber jetzt nicht in einer bestimmten Zeit schaffen, ne, weil ich habe ja gerade oben eine Zeit gesehen. Scheiße! Okay, Moment. Müssen wir anders machen. Wir müssen das mit einer Wirbelattacke machen, denke ich. So. Weil wie viel. Guck mal, erstes Foto 96, ist das nicht schön? Wie es halt damals war. Oh Gott. Ganz ruhig, Dennis. Ganz ruhig. Zack, zack, zack. Alter, der war ganz geil eigentlich, ne? Fand ich jetzt so. Es geht nur darum, alle Kisten kaputt zu machen. Nicht mehr, nicht weniger. Zwei, drei, vier. Oh Gott. Ja. Es gibt einen Checkpoint hier. Okay, das ist echt gut, dass es hier eine Level Checkpoints gibt. Heieieiei. Ich bin hier echt hart konzentriert, gerade bei diesem Level, ey. War gut, ne? War gut. Ich dachte eigentlich nicht, dass es hier Checkpoints gibt. Tatsächlich. Ah, da hinten, da oben links, ne? Ist er. Der alte Drecksack. Ja. Perfekt in die Luft gegangen. Oh Scheiße, okay. Was habe ich da gerade falsch gemacht? Eigentlich muss ich das hier schon so langsam abnageln, denke ich. Oder abtragen, wie auch immer. So. Ich will doch eigentlich nur die Leben haben. So. Zack, okay. Hälfte haben wir schon mal. Das ist aber eigentlich total unrealistisch, weil im ersten Teil gab es gar keine Nitro-Kisten. Ne? Die dürfte es hier doch gar nicht geben. Ja. Scheiße. Fuck. Okay, wir machen erstmal die oberen weg. Dass wir dann aber wieder rechts auskommen. Was ist das da oben? Da oben sind Sachen. Ich will da hin. So. Fups. Zack. Ich mag die Challenges, wirklich. Die gefallen mir ziemlich gut. So. Oh Gott. Wie soll ich das denn schaffen? Oh Mann. Ich will die Pfeilkiste nicht kaputt machen, weil ich brauche die Kisten da oben. Kann ich leicht springen, okay. Alter! Geiler Typ oder was? Also ich natürlich. Bums, okay. Oh Gott. Yes! Oh Gott! Hei! Das war ganz schön knapp, du.
Ich weiß nicht, dass ich das jetzt schaffe. Ich kann noch sterben. Ich kann noch sterben. So, okay, ganz ruhig, Dennis. Ganz ruhig. Boah! Alter Vater. Das war geil. Das war geil. Hat mir sehr gut gefallen. So, fertig. Weiter. Ah, Alter. Das Schlimme ist nur, also was mir eigentlich Angst macht, ist, das war das zweite Band. Von 30 oder... Ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt. Weiß ich wirklich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ich habe gestern noch den ersten Part hochgeladen und meine Güte, ich hab jetzt irgendwie 800 Aufrufe oder so. Ich habe es abends hochgeladen und da war die Nacht dazwischen. Ist schon recht viel. Aber da hat jemand geschrieben, dass der Ton, also dass es da einen leichten Soundlag gibt. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, also zwischen meiner Stimme und dem Gameplay. Weil ich nehme die beiden Sachen jetzt eigentlich auch gleichzeitig auf, weil wenn irgendwo ein Lag existiert, würde ich jetzt erstmal warten, dass es an beiden, beiden Tonspuren ist. Aber okay. Gut, gehen wir mal, ich schätze mal, es wird ein Bosskampf sein, Stage Dive, weil wenn wir mal nämlich mal hier in Levelstatistik gucken, sehen wir, das ist jetzt nicht irgendwie so wie das hier alles, sondern es ist irgendwie eine Arena oder keine Ahnung, aber wir werden sehen. So, ab dafür, Level spielen. Ist das der Boss? Nicht Engine direkt? Ja, okay, wir haben eigentlich nie gegen ihn direkt gekämpft, er hat immer seine Maschinen gehabt. Im zweiten Teil sein Roboter? Nee, was war er denn im zweiten Teil nochmal? Da muss man auf jeden Fall den mit Wumperfrüchten abwerfen, das weiß ich noch. Ah, dritte Teil. Sehr cooler Bosskampf auf jeden Fall. Okay, all ihr blutrünstigen Irren. Klatscht in eure kleinen Patschehände für Rocket Head. Eins, zwei. 1, 2, 3, 4. Meine Beats werden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ups. Ich mag die untoten Händchen da, links und rechts oder was auch immer. Was zum Teufel? Okay. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich kann die doch bestimmt kaputt machen. So. Okay, links sind irgendwie jetzt drei Knöpfe. Okay. Jetzt kann ich wahrscheinlich zu dem hin, oder? Kann das sein? Yep. Erinnere mich jetzt gerade sehr stark an den Entropy, ne? So ein bisschen. 14 Sekunden habe ich... Ach, locker flockig, hör mal. Fums! Okay. Sonic Booms. Geiler Bosskampf, gefällt mir. Gefällt mir von der ganzen Aufmachung. Ups, ja. Da hätte ich mich wahrscheinlich bücken müssen oder durchrutschen sollen. Ich habe sogar hier einen Speicherpunkt. Alter, das ist arm. Das ist arm. Weil finde ich zwar nett, dass ich das jetzt nicht nochmal machen muss, die erste Runde. Aber trotzdem. Gut, wer weiß, was die Bosse hier mir noch antun werden. Ich weiß es nämlich nicht. Okay. Komm her! Get over here! Und flupp! Zack! Nein! Nein! Ach guck mal, auch hier habe ich eine Anzahl der Tode, offensichtlich. Hui! Lob. Rutschen. Oh, ja. Meins. Finde ich aber auch sehr cool vom Aufbau her, dass man am Anfang erstmal beigebracht bekommt, was man hier überhaupt machen muss, um ihn halt verletzen zu können. Und dann hinterher ist die... Das kann doch nicht wahr sein. So ein Scheiß. Das ist doch nicht schwer, Dennis. Was ist da dein verficktes Problem? Das ist manchmal mit dem Sprung nicht hinbekommen vom Timing her. Warum auch immer. Ich kann es euch nicht erklären. Weil ich kann bei den Roten, da brauche ich auch nicht so rutschen, ich kann mich einfach bücken. Dann komme ich wenigstens nach vorne. Der letzte war jetzt auch schon wieder ganz schön knapp. Warum ich hier immer so eine Scheiße mache, ich weiß es nicht. Es ist wirklich nicht schwer, es ist wirklich nicht schwer. Ups. 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 Und Nummer 2. Ah, es war schon Nummer 3. Ups. Entschuldigung. So, und die nächste Runde. Aber ich kriege hier dann jedes Mal echt okay. Dankeschön. Nein! Nein, 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 nein. Ich will das jetzt nicht nochmal machen müssen. Echt nicht. Nein! Ah, ich krieg zu viel hier, Mann. Das ist doch scheiße. Weil ich hab das materialisiert. Ach! Ja, man muss ja erstmal wieder ein bisschen hier an die Sprungphysik und Steuerung gewöhnen. Gut, es ist keine 12 Stunden, wo ich das letzte Mal gespielt habe wahrscheinlich. Aber trotzdem. Ich muss mich halt reingeben. Ich bin alt. Ich darf das. So. Sprung, Sprung, Bucken.
Und Sprung. 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 Ich meine, die sind jetzt schon natürlich recht lang, die Bosse, ne? Aber... Also dafür, dass man jetzt auch natürlich auch so oft treffen muss. Aber jetzt nicht schwer, ne? Also zumindest jetzt der erste Boss. Ich kann immer nur für den ersten Boss erstmal sprechen. Wegen der Speicherpunkte meine ich jetzt vornehmlich. So, okay. So, zack, zack. Danke, zack, zack. Danke. Nein, 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 nein. Nein, nein. Kein Stress machen. Kein Stress machen. So. Fick dich. Fick dich. So, hast jetzt davon. Guckst du blöd, ne? Ah, okay, jetzt haben wir drei Kampflinien. Ups. Ups. Ups, ups. Irritating noise. Da ist er. Komm her. Ach, daneben. Scheiße. War dumm von mir. Dumm von mir. Ich glaube, ich beschränke mich erstmal auf die mittleren. So. Was denn? Gleich müssen wir mal langsam wieder eine rauskommen. Aber die haben aber auch einen Speed drauf, ne? Zwar muss ich ihn noch treffen. Ah, schon wieder Mitte. Sehr schön. Einmal noch. Kriegen wir die Runde hin, ohne dass wir sterben werden? Wer weiß, wer weiß. Und schon wieder die Mitte. Sehr nice, sehr nice. Meine Ausrüstung. Was haben wir diesmal? Okay, diesmal haben wir ein paar mehr Blöcke offensichtlich. Mit Bewegung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Dankeschön. So. Nein! Alter! Hallo? Kamera? Wo bist du? Okay, das ist jetzt assi. Jetzt mal ohne Scheiß. Was soll das denn? Das war jetzt aber dumm. Ich konnte nichts sehen. Die Kamera ist nicht mitgekommen. Och, Mann. Was für ein Scheiß. Was auch immer da gerade passiert ist. Keine Ahnung. Ich war doch eigentlich drauf, oder nicht? Ätzend. Ätzend. Egal. Dann machen wir es halt einfach nochmal. Jetzt habe ich ja wieder Glück, dass ich dann, dass sie alle in der Mitte kommen, die Gegner. Dass ich voll Schwein mich gar nicht bewegen muss. Ich glaube, es kommt ja auch ein bisschen frequentierter. Kann das sein? So. Ah, trotzdem, coole Idee für einen Bosskampf. So. Stirb, Motherfucker! Ich mag es auch, dass der Roboter irgendwie so einen kleinen Kinnbart hat. Ah, sehr cooles Design, ey. Komm her. Danke. Hallo. Hallo. Oh, ich werd wahnsinnig. Nein! Warum? Ich habe vielleicht ein bisschen zu früh drei gedrückt. Das kann sein. Siebenmal gestorben. Gibt's eigentlich auch Edelsteine, dass wenn ich dann hier nur halt wegen ganz dreimal sterbe oder wie oder was oder wo? Ich weiß nicht. Wir haben hier noch eine Stufe. Okay, jetzt kommt's aber wirklich hoch. Jetzt hat das Spiel aber wirklich ein bisschen mittler mit mir. Kann das sein? Hat das Spiel seinen Fehler eingesehen? War das überhaupt ein Fehler des Spiels? Oder habe ich es falsch interpretiert? Das und noch viel mehr. So. Leck mich. Leck mich. So, und jetzt mach fertig hier. Kann nicht angehen, du Scheiße. Das ist unglaublich. Wie unfähig ich bin. Das ist also... Ich kann es nicht anders sagen. So. Danke. Und... Dankeschön. Und jetzt leck mich. Na schön. Dann eben auf die harte Tour. Ach du heilige Scheiße, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So ein bisschen Frogger-mäßig ist das jetzt, ne? Coole Sache eigentlich. Oh Gott. Okay, Nummer 1. Nein! Nein! 8-mal gestorben. Alter Vater. Beim ersten Boss. Wenn man das einfach mit den anderen Crash-Bandicoot-Bossen vergleicht, die man aus den alten Teilen kennt, ne? Die kommen ja gar nicht mehr wieder. Okay, das war eigentlich ziemlich geil. So. Jetzt führ mich zum Schotter. Okay, was muss ich tun? Was muss ich tun? Das war so klar. Ohne Scheiß, das war so klar, dass ich jetzt mich erstmal hierhin verfrachten muss. Achso, wir sind aber offensichtlich noch nicht in der Zeit. Hallo, spring da drauf, du Vollidiot. Warum mache ich das nicht einfach so? Guck mal, hier geht's ja auch, ne?
meine schöne Schöpfung. Und da ist er down. Wunderbar. Ersten Boss gekillt. So muss das sein. Und wir müssen jetzt eigentlich die zweite Maske bekommen oder zumindest auf dem Weg dahin sein. Ich will trotzdem erstmal einen Abschluss für das Level haben. Weil mich hat verwundert. Oh, geile Welt. Piratenwelt. Nein, der ist doch immer noch nicht. Warum nicht? Ich will die Maske haben. Habe ich hier eine Levelstatistik auch hierfür? Nee, das ist, glaube ich, egal, ne? So wie es aussieht. Okay. Gut, ist in Ordnung. Nehmen wir. Alles klar. 2 von 1, das ist so traurig. Es ist so traurig, was mir hier noch alles fehlt. Mann. Ich überlege gerade. Ich würde jetzt hier einmal den ersten Schnitt machen. Ich muss diesen Part so oder so nachbearbeiten. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Auch mit den Lautstärken, dass ich dann zumindest, ja, vielleicht doch irgendwann mal die Abmischung so hinbekomme, dass es funktioniert, weil ich glaube, jetzt ist der Game-Sound von dem Ursprung her vermutlich zu leise und meine Stimme zu laut oder umgekehrt. Ich weiß es noch nicht so genau. Ist ja auch egal. Gut, auf jeden Fall, ich mache hier einen kurzen Schnitt, dann geht's gleich mit der nächsten Welt weiter. Also, bis gleich!